Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Deutsch mit Katja. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht. In diesem neuen Video behandeln wir gemeinsam drei Redewendungen zum Wort machen. Beginnen wir mal mit der ersten Redewendung, und zwar, das macht nichts. Oder wir können auch sagen, macht nichts oder macht nichts. Ja, das ist ein bisschen umgangssprachlich, ja. Also, das ist eine Aussage, um jemanden zu beruhigen. Das heißt, es gibt vielleicht ein Problem oder sowas ähnliches. Und ja, wir möchten diese Person ja beruhigen. In diesem Fall sagen wir, das macht nichts. Das ist egal. Okay? Zum Beispiel, das Kind sagt zu ihrer Mutter, ich habe ein Glas zerbrochen. Ja, er fürchtet ja die Reaktion der Mutter. Aber die Mutter hier in diesem Fall sagt ganz ruhig, das macht nichts, mein Kind. Das ist kein Problem. Ja? Auf Englisch sagt man never mind, okay? Und im Französischen sagt man ça ne fait rien oder tant pis. Begin. Die zweite Redewendung jetzt lautet sich Sorgen machen oder besorgt oder in Sorge sein. Im Französischen sagt man se faire du souci, être inquiet oder s'inquiéter, tout simplement. Also, sich sehr wegen jeder Kleinigkeit sorgen. Ich mache mir Sorgen, okay? Ça veut dire, je m'inquiète. Ou bien, je me fais du souci. Zum Beispiel, die Mutter sagt zu ihrem Kind, sei bitte vorsichtig. Und dann das Kind antwortet oder sagt, du brauchst dich nicht zu sorgen, dass mir etwas passiert. Oder anders gesagt, mach dir keine Sorgen. Also hier, wenn wir sagen, sich Sorgen machen oder in Sorge oder besorgt sein, das heißt, se faire du souci ou bien s'inquiéter. Und jetzt die dritte und zwar die letzte Redewendung lautet, sich nützlich machen. Das heißt, jemand anderen bei einer Arbeit oder bei einer Aktivität, Handlung, irgendwas helfen. Und zwar behilflich sein. Im Französischen sagt man se rendre utile, aider les autres, être à la disposition des autres. Donc se rendre utile, tout simplement. Sich nützlich machen. Ich mache mich nützlich. Und ich helfe den anderen Menschen, das heißt, ich leiste die Hilfe für den anderen Menschen. Oder ich bin ganz einfach behilflich oder hilfsbereit. Das heißt, jemand, der Hilfe leistet oder sich nützlich für den anderen macht. Ich hoffe also, dass es ein interessantes und hilfreiches Video war. Wenn ja, abonniere meinen Kanal, hinterlasse mir gerne einen Kommentar und bis zum nächsten Mal. Tschüss!